Wie ist es, im öffentlichen Raum auszustellen? Welche Faktoren sind zu beachten und wie viel Vorbereitung steckt eigentlich dahinter? Über das und viel mehr spreche ich heute mit Linda aus dem 7. Semester Fotografie. Sie zeigt mir ihre Videoinstallation im Rahmen der Ausstellung A List of Distractions, die im September 2020 auf der Zeche Zollverein stattfand und unter anderem von der RAG Stiftung, den Freunden Zollverein und der Stiftung Zollverein gefördert wurde. Wir haben jetzt letzte Woche Mittwoch unsere Ausstellung eröffnet, A List of Distraction. Und das ist ein Gemeinschaftsprojekt von 12 Studierenden und wir haben 11 Werke, die jetzt auf dem Zollvereingelände verteilt sind. Und mein Werk befindet sich hier hinten im Plan-A-Gebäude und da habe ich ein Fenster bespielt und einen Raum kreiert, durch den man durchgucken kann, durch ein Guckloch von außen nach innen. Sozusagen, genau. Jetzt habe ich mich mit dem Phänomen irgendwie beschäftigt, dass man häufig zu so Touristenattraktionen geht und die häufig eine ganz eigene Ladung haben und dass die Besucher, die da sind, wahrscheinlich gar nicht mal genau wissen, warum sie da sind und dann da sind und die Blicke schweifen, aber das irgendwie so eine Art Unkonzentriertheit hat. Also für mich sind diese Orte sehr unkonzentriert, weil da so viel Bewegung stattfindet, es gibt so viele Impulse, es gibt so viele andere Menschen und irgendwie ja, kann man vielleicht auch gar nicht so richtig aufnehmen an solchen Orten. Und damit habe ich mich in meiner Arbeit ein bisschen beschäftigt und das anhand des Blickes gezeigt, der dann so hin und her schweift. Ich fordere ein bisschen, dass der Betrachter oder die Betrachterin sich konzentrieren muss, um reinzuschauen, weil es alleine schon vom Muskel her wahrscheinlich schwierig ist und dann um das ganze Video, also das wird sich glaube ich keiner anschauen, das sind 10 Minuten, aber um sich da dem richtig zu konfrontieren, fordert es halt auch die Konzentration, die ich ja ein bisschen kritisiere. Ja. Oder dass sie fehlt. Aber, dass es so offiziell war und so groß und da so viele Institutionen hinterstecken und viele wichtige Menschen sind auch gekommen und waren haben sich Zeit genommen und dann sollte ich halt ad hoc von meiner Arbeit berichten und da habe ich halt dann schon gemerkt, so, das bin ich gar nicht gewohnt, so offiziell über meine Arbeit zu sprechen. Und letztendlich steht dann halt hinter einer so einer Ausstellung eine einjährige Vorbereitungszeit. Also wir haben eigentlich ein Jahr lang daran gearbeitet. Aber in einem öffentlichen Raum zu präsentieren, hat total die eigenen Anforderungen und dass sie auch Vandalismus sicher sind und dass sie witterungsbeständig sind und so weiter. Alles musste halt frühzeitig gemacht werden und das ist was ich in meinem künstlerischen Prozess sozusagen nicht gewohnt bin. Also ich habe mein eigenes Timing, ich habe meinen eigenen Zeitplan und arbeite halt häufig eher so sehr intensiv für kurze Zeit und das konnte ich halt jetzt nicht. Diese ganzen Abhängigkeiten von so vielen Instanzen so und auch was den Aufbau anging, wir konnten erst recht spät aufbauen und die ganzen Sachen mussten angeschafft werden und so weiter. Also letztendlich wird das glaube ich schon häufig anders, als man das vorausdenkt, weil man dann beim Aufbau merkt, okay, das funktioniert noch nicht, das funktioniert noch nicht. Ich bin dreimal in den Baumarkt gefahren, nochmal so 2 Tage vorher und habe nochmal Sachen gekauft, damit das die Installation auch so stehen kann, wie sie jetzt steht. Ja.